Gut, Salen. Du weißt, was du zu tun hast. Renn hier rüber. Lock die Feinde weg. Erstmal niesen. Was kann ich für euch tun, Sidi? Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Mit Freuden, Sidi. Jawohl. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Okay, die sind einfach oben bei den Minen. Die werden hier aber irgendwo noch ihren Spawner stehen haben. Ich tue mit Allahs Hilfe. Guten Tag. Ja, Sidi. Ich tue mit Allahs Hilfe. So, Salen, tu mir jetzt einfach einen Gefallen und bleib nicht elendig stecken, du Nutzloser. Wir kümmern uns darum. Ja, Sidi. Bei Mohammed. Es sei. Schützen darüber. Attacke. Wehrt ihr ab das Schloss als Ziel. Ja, Herr. Angriff. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Der Tag der Abrechnung. So, wo ist der letzte Schwertzaub? Da. Das Schloss. Los geht's. Salem, heil dich. Die Wunde nicht länger. Alter, eine Rotzehöhle. Das hätte ich kaum sehen können. Der Zugang der Brücke zu Kal im Nordosten ist jetzt frei. Aber Achtung, sie hat einen kleinen Stoßtrupp durch die Höhle zu euch geschickt. Ist aufgefallen. Das kann ich. Leute, kämpft dagegen an, so gut es geht. Der Rückweg ist halt ewig lange. Das gewinnen die Leibes natürlich nicht. Aber deren Aufgabe ist an sich nur zu verzögern. Damit weniger Schaden angerichtet wird. Ich hab getan, was ihr wolltet. Gegen reparieren schnell. Nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Gegen reparieren. Zu dritt kommen die ja nicht wirklich gegen an. Bei Mohammed. Die kommen aber sofort mit 5 Sternen rausgerotzt, nicht wahr? Da werden sie schauen, die Schakale. Haut an. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Tötet. Vielleicht können wir den Steinstollen retten. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Gut, hat geklappt. Aber sie wird das wieder tun. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern möchte. Wir müssen eine Garnison irgendwo zurücklassen, um sich künftig um sowas zu kümmern. Die anderen beiden Türme will ich als will ich in Reserve lassen als Möglichkeiten. Ihr so, haben wir 4 Leibis hier. Ja. Wir werden so einen Schwachsinn schon wieder nochmal durchziehen. Dessen können wir uns recht sicher sein. Ah, das ist ja kacke gesetzt. Das Abholen ist schwierig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend so machen? Gut. Wollen wir warten, bis die Minen leer gehen, ehe wir irgendwo anders hingehen? Ich bin mir das nicht sicher. Kriegen wir noch ein bisschen Platz. Bilden wir fürs erste Mal 2 Trupps Wasserschutzkämpfer aus. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wir erledigen das. Ja! Vielleicht dann haben wir 12 genau Plätze. Wir brauchen noch irgendwo 4 weitere Plätze frei. Die Leibis brauchen wir. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für. Okay, das war ein Fehler. All eure Wohnhäuser sind belegt. Die Karren zu kaufen war ein Fehler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler. Ich glaube, diese Gebäude hier werden wir niemals bauen dürfen, nicht wahr? Wir könnten die Uni vielleicht einreißen. Das könnte dann reichen, die Schwerter hier voll zu machen, damit wir hier immer so einen Reservetrupp aufsetzen können, der sich um seine Dinge kümmern kann, wenn dieser was durchbricht. Eine Notfallgarnison. Ja! Seid unbesorgt! So sei es.
Also das hier ist natürlich sehr hilfreich alles. Ich sage auch einfach mal, per Exekutiventscheidung entscheide ich mal, wir setzen ein Lager nach dahin. Damit die Karren hier nur im Kind herrennen müssen und nichts anderes tun müssen. Ich hab getan, was ihr wolltet. All eure Wohnhäuser sind belegt. Wen habe ich gekauft? Feuchten Dreck habe ich gekauft. Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, die Karren hier haben keinen Grund, hier was abzuholen. Hier ist nicht. Aber die wollen zu diesem Lager zurückrennen, weil das per Luftlinie wahrscheinlich näher ist an den Minen. Deswegen wollen sie es da rüberbringen. Kein Wunder, dass das Zeug hier nicht abgetragen wurde. Herr Schub. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wir hätten nicht alle Minen bauen dürfen. War Verschwendung vom Bevölkerungsplatz. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, ich werde jetzt nicht auf dem Bauernhof für bewegliche Ziele bauen. Bezahlen ihre Steuern. Bin versucht, die Uni einzureißen. Wie soll ich mich konzentrieren? Ihr seid gut genug für den Moment als Reserve. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich glaube, wir hätten Türmeoffensive einsetzen müssen. Salem. Ich werde mich darum sorgen. Hier hat sich Kara schon festgesetzt. Wir müssen hier wieder zuschlagen. Ich habe keine Türme gesehen, aber das muss nichts heißen. Doch, ich habe Türme gesehen. Ich habe einen ganzen Batzen von verdammten Türmen gesehen. Was laber ich denn? Hinterher. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe keine Türme gesehen, sagte er. Und log sich selbst an. Ames. Treiben Sie den Feind weg. Ja, Sidi. Ihr geht da drauf los. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Ich tue mit Allahs Hilfe. Macht mal die Türme los, schnell. Wie ihr wünscht, lehrt sie das Fürchten. So sei es. Vorwärts. Angriff. Da werden sie schauen, die Schakale. Auf in den Kampf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, kriegen wir schon wieder einen weiteren Stoßtrupp? Noch nicht. Nein. Feinde greifen euch an. Jawohl. Gern. Bots, Mekka und Medina, natürlich. Haltet die Augen offen. Ja, Sidi. So sei es. Haltet die Augen offen. So sei es. Wo wollen wir zuerst hinschlagen? Es scheint, dass wir in diese Richtung zuerst zuschlagen möchten. Nur Mut. Werther, kümmert euch sofort um die Motte. Angriff. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Ihr könnt direkt ans Zelt weitergehen. Ja, Sid, bleibt in meiner Nähe, damit ich eure Wunden halt heilen kann. Rennt nicht zu weit voraus. Bekämpft den Feind hier. Haben einen Held attackiert. Wird gemacht. Da oben haben wir wieder einen dreckigen Turm. Wir kümmern uns darum. Mit dem ich mich noch nicht anlegen wollte, Leute. Ja, kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Lehrt sie das für. Ich hatte spezifisch andere Pläne. Ja, mein Herr. Wie ihr befehlt. Ja, mein Herr. Ja, Herr. Halt. Räumt sie aus dem Weg, das sind nämlich die Starken. Ja, Herr. Angriff. Das sind diese Harten im Garten und die müssen weg. Angriff. Mach die Zelte bitte weg. Vor allem renn immer ein bisschen voraus. Eventuellen Turmbeschuss kannst du besser ab als andere. Und du musst zurück nach Hause. Angriff. So soll es sein. Nein, Mohammed. Es sei. Dann kommen sie wieder. Wird gemacht. So sei es. Gern. Bis in den Tod. So sei es. Ich könnte schwören, ich habe. Gehen wir da ein bisschen runter, da können wir unsere Soldaten wieder voll machen, Leute! Oben im Baum. Gern. Ah, diese stinkenden Türme. Stopp! Attacke!
Euer Wunsch ist mir Befehl. So soll es sein. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Ich werde mich darum sorgen. Ist er vielleicht ein bisschen sehr übernommen? Ich tue mein Bestes. Aber wir sind gerade hinter Salem her, das ist in Ordnung. Einer eurer Helden wird angegriffen. Zahltag. Ja, dafür sind wir genau. Die Motte jetzt stürmen, solange es geht. Kannst nachrücken. Ja, mein Herr. Halt! Nur Mut! Wenn wir die Motte weg ist, könnt ihr anfangen, Leute wegzumorden. Bis in den Tod lehrt sie das Fürchten. Ihr könnt hier hacken. Aber die vier Türme waren Verschwendung. Ich glaube aber, wenn ich die einreise, kriege ich es nicht zurück. Weil es bislang nicht so gewesen ist. So soll es sein. So, wir können damit rechnen, dass wir eine üble Überraschung wieder abkriegen werden. Ich weiß nicht, ob das noch eine Überraschung sein lässt, aber... Dafür sind wir genau die das ist eine andere Frage. Wie ihr befehlt. Geht zurück, frischt euch auf. Wie ihr befehlt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, so soll es sein. Zahltag. Ja, Sidi. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Halt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Bis in den Tod. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, Sidi. Gut gemacht. So sei es. Bei Mohammed es sei. Jawohl. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Einer eurer Helden wird angegriffen. Bei Mohammed. Gut, dann ist der Turm weg. Der dreckige. Ihr könnt euch hier aufstellen. Einmal ganz kurz die Feinde als eine Erfahrungs... Sammelstätte benutzen und einfach alles zusammenschießen, was euch entgegenkommt. Dort oben im Baum. Es ist Zahltag. Stopp, halt! Potz, Mekka und Medina, natürlich! Denn das solltet ihr ja gerade einfach so können. Die Feinde sollten nicht in der Lage sein, euch zu erreichen. Sollten immer nur einzelne Trupps entgegenkommen und das könnt ihr handeln. Wie soll ich mich konzentrieren? Vor allem, weil die nach einer Salve tot sein werden. Essenzhalle bringt sich selbst um und lockt mehr an, als er handeln kann. Dann geht das natürlich nicht. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Gut. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Zahltag. Hier warten wir ein bisschen, bis die alle 5 Sterne erlangt haben, weil die dadurch mehr Reichweite kriegen, mehr Schaden. Regenerationsrate, die typischen Dinge, die sehr, sehr gut sind. Du bist zu weit vorne, Freund. Halt. Position halten ist euch auch kein wirklicher Begriff mehr, oder? Gern, in Ordnung. Ich tue mein Bestes. Ein paar Trupps von euch sollten vielleicht ein bisschen nach vorne kommen, um mehr Gelegenheit zu haben. Ja, Herr. Stopp! Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Die 5-Sterne-Trupps können ein bisschen nach hinten gehen. Du bist zu viel Enthusiasmus, Leute. Zu viel. Zahlen ihre Steuern. Halt! Euer Wunsch ist mir Befehl. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wir bleiben hier. Ja, ebenso wie ihr. Keine Bajonette, bitte. Wird gemacht. Ihr habt höhere Reichweite. Dank der höheren Reichweite könnt ihr hier hinten... So soll es sein. Einfach noch ein bisschen weiter ran schießen. Viel Spaß. Wie ihr wünscht. Wir erledigen das. Wir kümmern uns darum. So soll es sein. Dafür sind wir genau die Richtigen. Und ja, da hinten kommen sie. Wie ihr befehlt. Es ist Zahltag. Wird gemacht. Ja. Fernkämpfer sammeln Erfahrung so unglaublich schnell an. Ist mir Befehl. Wie ihr wünscht. Das kann ich. Ja, mein Herr. Ja, Herr. Halt. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. So. Ehe wir uns versehen haben, wir einfach einen kompletten Satz an Veteranen. Wir kümmern uns darum. Mit Freuden, Sidi. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wie ihr wünscht. Ja, wir bleiben hier. Ja, mein Herr. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. So kommen mehr Leute, die kriegen dann mehr Ziele.
Wie schnell die das zusammensammeln, ist bemerkenswert. Na gut, wir haben auch gerade massiv beschleunigt. Ja! Stopp! Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Warum rückt eigentlich immer weiter vor? Halt doch einfach eure stinkende Position! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wir erledigen das. Ja! Stopp! Wir erledigen das. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wir kümmern uns darum, wie ihr befehlt. Vor allem gehen ein Stück weiter nach vorne. Und Medina, natürlich. Wie ihr wünscht. Dafür sind wir genau. Die Feinde sterben tatsächlich jetzt gerade wirklich so schnell, dass der Feind nicht hinterherkommt. Das finde ich sehr beeindruckend. Nein, Mohammed. Es sei. Es ist Zahltag. Die hier brauchen ein bisschen Ziel. Oder ein paar Ziele zu beschießen. Jetzt gerade feuern die halt so dermaßen viel Schaden raus, dass hier fast nichts lebendig ankommt. Ihr geht ein bisschen zurück. Gebt einfach nur Unterstützungsfeuer für unsere Truppen. Ja, mein Herr. Ein Held ist in großer Gefahr. Es ist schon wichtig, dass die Feinde bis hierhin ankommen und dass die hier vorne die erste Salve kriegen. Die können jetzt einfach alle drei hier stehen bleiben, bis die 5 Sterne sind. Und dann marschieren wir einfach da drüber. Sofort. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend. Okay. Ja, Sidi. Vorwärts. Marsch. Ergreift sie. Ja, Sidi. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Mach die Türme weg. Das solltet ihr ohne Schwierigkeiten machen. Natürlich. Gebt acht. Die Falle ist aufgestellt. Ihr werdet angegriffen. Leute, ohne Schwierigkeiten. Ist nicht so. Schießt alles weg. Schwerter, brecht durch. Kümmert euch um das Gebäude hier hinten. Ich tue mit aller. Okay, die kommen von da oben. Spots, Mekka und Medina, natürlich. Es sei. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, Sidi. Heilung. So sei es. Ja, Sidi. Ja, Sidi. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Wie ihr befehlt. Spots, Mekka und Medina, natürlich. Okay, das ist eine Situation. Wir sind jetzt ziemlich umzingelt. Da ist die Burg. Ja, Sidi. Mit Freude. Kommen die noch von irgendwo anders? Ich werde mich darum sorgen. Wir kommen hauptsächlich von hier oben. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Eine Pyramide. Dann möchte ich einen Rückzug antreten. Wird gemacht. Der Winkel gefällt mir dann doch nicht. Bei Mohammed. Es sei. Ja, Sidi. Bei Mohammed. Dann gehen wir außen rum und gehen zuerst die Burg hier an. Ich werde mich darum sorgen. Wir haben gute 5-Sterne-Schützen kassiert. Das ist sehr gut. Die füllen wir auch wieder auf, genauso wie diesen Schwertkämpfermann. Jawohl. Der inzwischen Transportwagen und wird einfach komplett paranoid. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So. Der Tag der Abrechnung. Steuern und weiter geht es. Werden gezahlt. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Bei Mohammed, es sei. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Da fehlt noch einer, aber das ist in Ordnung. Gern. Quick Save. Wir haben sehr viel aufgeräumt. Kala ist bald weg. Wir haben die Türme nicht sehr weise eingesetzt, aber um die Wahrheit zu sagen, bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist, die Türme sehr weise einzusetzen. Wir hätten wirklich komplett defensiv aufstellen müssen, aber dann auch wirklich an Orte, wo wir hätten kommen sehen müssen, dass da was entsteht. Jawohl. Oh, sieh an, die Motte existiert. Attacke. Oh, sieh an, da oben existiert auch noch eine Motte. Gern, seid unbesorgt. Hört die mal bitte weg. Dann könnt ihr die Schwerter den Rest machen lassen. Jetzt schießt da drauf. Was ihr gelernt habt. Halt, wir bleiben hier. Halt, stopp. Halt,
lehrt sie das Fürchten. Okay, ihr schießt ja gerade gut hin, ohne euch um irgendwas kümmern zu müssen. Bis in den Tod. Die Schwerter kümmern sich um den Rest von hier. So könnt ihr auch ein bisschen Spaß am Leben haben. Es ist Zahltag. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Das kann ich. Potz, Mekka und Medina, natürlich. So, ein wenig beschleunigen. Ich werde mich darum sorgen. Da ist die stinkende Höhle. So sei es. Hier. Hier rüber. So sei es. Und bei der Gelegenheit haben wir noch einen Scharfschützen, der nicht aufgefrischt ist. Der da. Dann auch wieder zurück. Stop. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Die Schwertkämpfer immer brav frisch halten, genauso wie die Schützen. Jawohl. Mit Freuden, Sidi. Gern. So sei es. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Der Tag der Abrechnung. Stopp, Salem. Beschuss auf dich ziehen, Schützen schießen. Ihr werdet angegriffen. Wovon wurdest du... Ach Gott. Stopp, Attacke. Warum? Weil Salem zu nah rangegangen ist? Wirklich? Apropos Salem. Salem, Beschuss. Auf dich. Nirgendwo sonst. Da drauf. Nein, Salem. So sei. Die haben nicht Kimme und Korn. Die können nicht so weit schießen. Nicht weit genug jedenfalls. Da werden sie schauen, die Schakale. Rüber. So sei es. Ich tue mein Bestes. Für Ruhm und Ehre. Wir haben keine weiteren Türme, außer die hier. Dementsprechend können wir die Burg jetzt einfach stürmen. Ein Held ist in große Gefahr. Macht sie nieder. Wobei einfach stürmen ein großes Wort dafür ist, zerstört die Burg. Auf in den Kampf! Bis in den Tod! Potz, Mekka und Medina, natürlich! Lehrt sie das Fürchten! Attacke! Ich möchte die Scharfschützen zurückziehen. Ich habe einfach ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Zieht euch zurück. Ich sage, dass Salem und die drei Trupps Bastardschattkämpfer in der Lage sein werden, die restlichen Truppen hier aufzuwischen. Quick Save. So ist die Hoffnung. Es ist Zahltag. Halt! Ich möchte nicht wieder kalt erwischt werden und viel zu lange Nachschubwege haben. Jawohl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Immer noch möglich, dass wir irgendwas abbekommen auf irgendeine Art und Weise. Aber zumindest sind wir jetzt hier direkt in der Reaktionsposition. Quick Save und los geht's. Sie das fürchten. Es sei. Die Bande hat sich zu Kerberos verdrückt. Dafür sind wir genau. Ja, das muss nichts heißen. Es ist Zahltag. Wie ihr befehlt. Wir wissen, dass hier noch Lebendige sind. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Möchtet ihr die loswerdet? Einer eurer Helden wird angegriffen. Da werden sie schauen, die Schakale. Ich will hoffen, dass die Schwerter sich dadurch schlagen. Ja, die Schwerter machen das. Die Schwerter machen das vergleichsweise solide. Der hier kriegt ein bisschen zu sehr aufs Maul. Beweg dich, wenn die anderen hier gerade gewinnen. Wie ihr befehlt. Nur Mut. Wir werden siegen. Seid unbesorgt. Oh, und eine Heilung. Die Heilung bringt nicht so viel, aber was soll's. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt.
wird gemacht. Scheint den hier wirklich zu hassen. Wie ihr wünscht. Ich könnte schwören, fokussiert einen Trupp nach den nächsten nieder. Dort oben im Baum. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Ja! Ergreift sie, wie ihr wünscht. So. Okay, sie legen los. Ich hab's doch gewusst. Runter da. Ihr seid zu nah an der Gefahr. Die gute Nachricht ist, wenn wir hier stehen, haben wir keine Gefahr, weil die Kanonentürme uns beschützen können. Bringt euch in Position. Ihr werdet angegriffen. Angriff! Turm! Halt! Stopp! Türme haben Sperrträger-Lederrüstung. Dagegen sind Scharfschützen stark. Jetzt könnt ihr zeigen, das ist kein Instant-Respawn. Oh, okay, gut. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Zahltag. Was es dementsprechend ist, ist eine Erfahrungsfarm für unsere Schwertkämpfer, aber ich glaube, dass es Verschwendung dafür ist. Sind wir genau die richtigen. Das sind Schwertkämpfer. Sie werden sterben. Ich hab gerade eine sehr wahrscheinlich. Oh, das könnt ihr vergessen, Freunde. Nein! Wir haben einen Scharfschützen-Trupp gezockt. Angegriffen. Finde ich jetzt nicht so cool von euch. Wir erledigen das. Wir erledigen das. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich traue gerade keinem dieser Karren, die hier rumfahren. Weil viele von denen einfach mal nicht unsere sein könnten. Naja, ein Veteranentrupp wurde gerade einfach aufgerieben von Schwertern. Das ist realistisch. Irgendwie erwarte ich schon fast, dass hier was gebaut wird, aber ich werde es nicht so schnell erfahren, weil die Minen nicht so schnell leer gehen werden. Wir können halt keine Bergwerke bekommen. Dich bauen wir noch aus. Vor allem kannst du es abprüfen. Hier ist nämlich so viel Gift. Euer Wunsch ist mir Befehl. Mit Freude. Oder geht das irgendwann weg? So sei es. Euer Wunsch ist mir Befehl. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Eure Arbeit. Lebt noch irgendwo jemand von denen? Ausbau fertig. Potz, Mekka. Denn die Ruinen hier sind ja auch zurückgekommen. Ich werde mich darum sorgen. Oh! Da hinten. Schwerter zum Angriff. Jetzt könnt ihr zeigen. Das sind sogar echte Truppen. Der Feind attackiert eure. Hier werden die Türme jetzt sehr angebracht. Der Feind greift sogar an. Das ist kein Problem. Irgendwie ungewöhnlich. Ist in Ordnung. Aber unsere Schwerter sind hier praktisch unsterblich, also ist das in Ordnung. Wir bleiben hier. Mary. Ihr müsst Mary und David persönlich aus ihrem Gebiet vertreiben, um so an Karl heranzukommen. Haben wir schon, ja. Wachsam sein müssen. Jawohl. Ich könnte schwören, ich habe von Mary Nebelberg erwartet, deswegen habe ich hier mehr Kanonentürme hingesetzt. Wir bleiben hier. Das kann ich. Fertig. Schwere Scharfschützen und schwere Reiter. Na danke. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Da werden sie schauen, die Schakale. Ich bin fertig. Dürfen hier. Wir nicht. Kann ich jetzt, es war den Versuch wert. Vielleicht wurde irgendwo geschnarcht. Das Gebäude ist ausgebaut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl. Ihr werdet angegriffen. Wir bleiben hier. Ausbau vollbracht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Aber Ballistenschützen sind auch ich mit dabei. Das ist eine volle Armee. Wir bleiben hier. Es sei. Sofort kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Okay, er greift also zurück an.
Wunden versorgen. Ja, dafür sind wir genau die Richtigen. Halt! Feinde. Gut, ich würde sagen, wir speichern hier und ich lege eine kleine Pause ein. Abermals. Ich denke, das ist so passend. Dann können wir kurz mal den Zwischenstand ansehen, was wir schon so gemordet haben. 29 Gebäude zerstört, 5 verloren. War mir lieber, als sie abzureißen und dadurch irgendwie einen Fehler zu kriegen vom Spiel. 2336 Leute erledigt, 144 verloren. Bislang schlagen wir uns gut. Aber jetzt haben wir es mit echten Truppen zu tun. Das heißt, da werden wir schauen müssen, wie viel Spaß unsere Scharfschützen noch am Leben haben werden. Es kann sein, dass wir in einen Pump-Wettbewerb mit dem Feind geraten. Und der hat sofortige Respawns. Mal sehen. In der nächsten Folge stürmen wir uns über die Brücke und schauen, was wir da so machen können. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio!